Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir die Fortsetzung von New Matrix zeigen. Was ist New Matrix? Nun, dazu habe ich schon mal vor Ewigkeiten ein Video erstellt. Es ist ein Plugin für deinen Browser, was eine Art Firewall für deinen Browser darstellt. Damit kann man nicht nur wie bei NoScript Scripts von Webseiten blocken. Das Ganze funktioniert auch mit iFrames, Mediainhalten, XHR-Skripten, CSS, Bilder und Cookies. Es ist also für diese Sachen viel ausführlicher und granularer einzustellen als NoScript. Deswegen finde ich das Plugin weiterhin extrem klasse. Die Entwicklung von New Matrix wurde allerdings 2021 eingestellt und seitdemher gab es keinerlei Updates mehr. Bis sich jetzt mal jemand dazu entschieden hatte, das Plugin an sich mit der Entwicklung fortzusetzen und dementsprechend einen Fork davon angelegt hat. Die Fortsetzung von New Matrix nennt sich nun New Matrix, also NU Matrix, wahrscheinlich für New Matrix oder so. Das ganze Plugin funktioniert aktuell nur in Firefox Browsern, also in Firefox an sich von Mozilla und die Forks, die darauf basieren. Für Google Chrome bzw. Chromium basierte Browser wird das Plugin aktuell noch nicht unterstützt. Wie bekommen wir das Ganze? Nun, ganz einfach über den Mozilla Add-ons Store. Wir gehen einfach hin, drücken hier mal die Alt-Taste, dann haben wir hier oben das Menüband, gehen dann hier auf die Extras und wählen hier Add-ons und Themes aus. Hier können wir dann einfach hingehen bei den Erweiterungen und oben mal nach New Matrix suchen. Wir drücken Enter, wir werden weitergeleitet zu der Mozilla Firefox Add-ons Seite. Und hier müssen wir einfach nur ein bisschen runterscrollen, dann haben wir hier schon das Plugin. Hier oben ist das originale New Matrix Plugin und das neue fortgesetzte findet sich dann hier als zweiten Eintrag für die Plugins. Wir wählen das Ganze an. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht lange suchen. Und dann drücken wir hier auf zu Firefox hinzufügen. Wir drücken dann hier nochmal auf hinzufügen, setzen dann optional nochmal den Haken, damit das Plugin auch bei privaten Fenstern ausgeführt wird und bestätigen das Ganze nochmal mit OK. Perfekt. Damit wäre die Installation auch durch und wir können New Matrix bzw. New Matrix wie gewohnt nutzen. Wenn das ganze Ding jetzt hier oben noch nicht aufgetaucht ist, dann ist es vermutlich hier über das Puzzle-Menü versteckt. Wir müssten dann nur hier drauf drücken und dann sagen hier an Symbolleiste anheften und dann wird das Ganze dann hier oben angeheftet. Das Plugin an sich funktioniert genauso wie New Matrix, denn das ist ja ein Fork davon und es hat keinerlei Einschränkungen. Es hat nur ein paar Zusatzfunktionen noch dazu bekommen, beziehungsweise einige Bugs wurden gefixt, als auch der Kontrast zwischen verschiedenen Domains etwas angepasst. Mehr wurde groß jetzt momentan noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt da ja in Zukunft noch etwas mehr. Deswegen werde ich jetzt hier in diesem Video nicht mehr groß erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich wollte jetzt einfach hier nur mal kurz zeigen, dass es hier jetzt endlich eine Fortsetzung gibt und wenn ihr möchtet, könnt ihr die gerne installieren. Kurzum noch mal kurz einen kleinen Crashkurs dazu, damit wir hier noch kurz gezeigt haben, dass das Plugin an sich überhaupt funktioniert. Wenn wir hier drauf geklickt haben, haben wir hier natürlich die Matrix, die wir anpassen können, was zugelassen sein soll und was nicht. Wenn wir hier oben auf den Namen drauf drücken, kommen wir hier ins Dashboard und können von hier das Plugin an sich nochmal anpassen. Wir können hier zum Beispiel auch den Haken setzen, dass von geblockten Webseiten die Cookies gelöscht werden, wenn wir diese zum Beispiel verlassen oder den Browser schließen. Wir können hier unten auch HTTPS erzwingen und wir haben hier auch meine Regeln wieder. Da können wir hier anpassen, was erstmal erlaubt ist, was nicht. Ich gehe zum Beispiel immer gerne hin und sage hier, die iFrames als auch die First-Party-Webseiten soll nicht automatisch immer erlaubt sein, deswegen lösche ich das Ganze raus, drücke hier auf Speichern und dauerhaft speichern. CSS und Bilder sind erstmal okay. Über Assets können wir hier dann dementsprechend auch noch weitere Listen hinzufügen, sollten wir welche haben. Diese wurden laut Changelog vom GitHub-Projekt auch etwas angepasst und auf den neuesten Stand gebracht mit New Matrix. Und damit hätten wir eigentlich das ganze Ding auch schon eingerichtet. Wir können mal gucken, wie gut das Ganze eben wieder bei YouTube funktioniert. Also rufe ich mal die Seite auf und oh, funktioniert schon nicht mehr, denn wir haben hier keinerlei Skripte erlaubt. Dann können wir hier hingehen, können hier das Menü öffnen, können hier YouTube erstmal gestatten, nur ich möchte gerne keine Cookies. Speichere das Ganze, lade die Seite neu und schon geht YouTube einigermaßen auf. Wir sehen, er lädt jetzt hier auch automatisch die anderen Domains rein, von denen Inhalte geladen werden soll. Und hier können wir dann dementsprechend sagen, was wir haben möchten und was nicht. Ich kann zum Beispiel hier noch sagen, ich brauche Google Video, damit ich hier die Inhalte von den Videos überhaupt sehen kann. Wir haben hier noch die Schriftart mit Google Fonts und GStatic.
sowie auch Bilder direkt mit youtubeimage.com. Start das Ganze nochmal neu und so langsam sollte YouTube einigermaßen funktional werden. So, perfekt. Hier können wir sagen, alles ablehnen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal meinen Kanal suche, kann ich hier ein Video anklicken. Und das lädt noch nicht. Ich glaube, da sind noch ein paar Sachen offen. Ja, da müssen wir hier jetzt noch mehr akzeptieren. Ich weiß nicht, warum er hier jetzt nirgendwo vorschlägt, direkt Google Videos an sich zu akzeptieren. Vielleicht noch ein kleiner Bug oder wenn ich die Webseite nochmal frisch aufrufe, kann sein, funktioniert es. Ansonsten ja, müssen wir das halt von Hand mal kurz freigeben. Aber das sieht dann soweit wieder relativ funktional aus. Damit möchte ich auch jetzt dieses Video schon beenden. Ich wollte dir eben, wie gesagt, nur kurz zeigen, dass es eine Fortsetzung zu U-Matrix gibt und wenn du das Plugin weiterhin nutzen willst, beziehungsweise eben eine gewartete Version nutzen willst, dann kannst du jetzt hier einfach das Plugin austauschen. Kleiner Tipp noch zum Schluss, wenn du schon Regeln angelegt hast, hier bei meine Regeln, kannst du diese problemlos aus dem normalen U-Matrix Plugin exportieren und mit NuMatrix importieren und weitermachen wie gehabt. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei der Verwendung von NuMatrix. Wenn das Video gefallen hat, lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle natürlich das Video hier an deine Freunde weiter, soweit die sich auch eine Firewall im Browser installieren sollen. Bis dahin, hau rein!